Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Vorstellung unseres Neuzugangs Angelinho, wie man ihn ausspricht, wie ich gerade gelernt habe nochmal von ihm selbst. Herzlich willkommen natürlich auch unserem Sportdirektor Markus Krösche. Und ich würde euch direkt bitten, mit den Fragen zu starten. Wir machen es wie folgt. Fragen an Angelinho, bitte gerne auf Englisch. Er wird auch im Englischen antworten. Markus Krösche, gerne Deutsch, Deutsch. Spanisch wäre auch schwierig. Wir sind hier sehr versiert mit den Sprachen, ja. Wer möchte denn beginnen? Jetzt, wo das Englisch gefragt ist, muss mal kurz innehalten. Ne? Tom Bachmann, bitte. Achel, can you just tell us a little bit about you, how you've ended up in Leipzig? It all seemed to have happened pretty fast in the end. No, I mean, we've been in talks for a long period already. Obviously, I had this chance for a while, and the project they had for the last few years and for the future, it really fascinated me. So, yeah, when we've been in talks, as I said, and to have this opportunity is amazing for me. I couldn't wait to join the club, and I'm very excited to be here finally. Ja, Stefan Schöner, bitte auf dem Podium hinten. Auf dem Podium hinten, genau. Angelinho, what are your goals and what do you want to achieve here in the new club? Obviously to win with everything with the club. I mean, the quality this group has is unbelievable. The few days I've been with them, I could see already what they can bring on the pitch. And yeah, I think everyone has the same goals, and it's to finish well and win everything with the team. Yvonne Gabriel. Angelinho, difficult. From your point of view, what's the difference between the Bundesliga and the Premier League? And yes, what do you know so far from the club before you joined them? I mean, the difference, I don't find so much difference from the leagues. They're both, I think, very attacking leagues. I think it's pretty good to play in a club that is very dominant, like our team. And I think most of them are attacking teams, and the quality they have in the counter attacks and everything, I think, is pretty similar to England. Yeah, I knew this club has been in the Champions League already. He's got experience there. Also, now we played against Tottenham, and I think as I said before, the project that this team has is unbelievable. They're just going up and up and up every time. So it was a really easy choice to come. Nochmal Tom Bachmann, bitte. You have a pretty impressive club history, given that you're only 23 years old and you are alone here. So, do you have the urge to finally settle somewhere, or are you just going to continue like this from club to club? What's your goal in your career? No, obviously I've been in a few clubs on loan already, but I'm happy here since the first day, and hopefully I'll be able to stay if I do well. But no, my focus is to be stable somewhere, and but at the end of the day, I think everyone wants to play. And in the last club, I didn't get many chances, so I have to look for chances. But yeah, I'm very happy here, and hopefully it'll be a great 5 months, and hopefully I'll make my my thing is I want to stay. Stefan Schöner nochmal bitte, auf dem Podium. Can you say something about the game yesterday? And can you give a prospect to the game against Bayern Munich? Yeah, I think a tough game. We had a tough game. Not the result that we wanted. But as I said before, the team has so much quality. Now we need to look forward for the next game on Sunday. We have to get our focus for that game, and
we have to start again with a good run, and I'm very sure that this team will do it. Guido Schäfer, bitte, hier vorne in der ersten Reihe. Andre Linho, welcome. What do you think about your performance yesterday? You got was sagt man, Note 2? Wie sagt man dazu? In our newspaper you got a 2. You know what I mean? A Note 2. No. I'm not satisfied. I think I can do a lot better. But yeah, I'm adapting to a new system, a new club, a new everything. But it'll be there. The performance it'll get better and better with games. But as I said, I'm not satisfied with the game yesterday. Obviously, we didn't get the result, and that's the most important thing. So hopefully I'll keep improving. Tom Bachmann. Der Grosch ist ja auch noch da. Noch nicht weg. Das stimmt. Wenn Angelino sagt, dass die Verhandlung schon eine Weile oder die Gespräche, der Kontakt schon eine Weile da war, können Sie da ein bisschen ja, genauer erklären? Also wie lange haben Sie ihn schon auf dem Radar? Was hat letztlich dafür jetzt gerade dafür gesprochen, ihn jetzt zu holen? Ja, klar ist er natürlich schon lange bei uns auf dem Radar, weil wir natürlich auch eine sehr, sehr gute Scouting-Abteilung haben, die natürlich dann auch immer nach Spielern schaut, die uns weiterhelfen. Natürlich hatten wir mehrere Optionen. Wir haben ja genau gesagt, dass wir uns überlegen, welcher Spieler dann zu uns passt, welche Fähigkeiten wir zuholen wollen, was macht Sinn. Wir haben uns sowohl mit Rechtsverteidigern beschäftigt, als auch mit Innenverteidigern und dann halt auch mit Linksverteidigern in diesem Falle. Und dann haben wir uns aber entschieden, dass wir jetzt gesagt haben, wir wollen Linksverteidiger zuholen, weil wir natürlich mit Saracchi und Candido zwei Linksverteidiger verloren haben. Wir dann auch die Möglichkeit haben, mit Halste dann auch in der Innenverteidigung zu spielen. Wir dadurch noch mehr Variabilität bekommen und haben uns dann dafür entschieden, andere Linien zu verpflichten. Und es gibt ja viele Parallelen auch zwischen dem Spiel von Manchester City und das, so wie wir Fußball spielen, gerade dann in den Bereichen, wenn es um Ballbesitz geht. Und da passt er halt perfekt zu uns und von daher hat man auch, glaube ich, gestern auch gesehen, dass er, ich meine, er hat einmal trainiert und hat dann ein richtig gutes Spiel gemacht, hat uns gerade im letzten Drittel auch sehr viele gefährliche Situationen kreiert und von daher sind wir natürlich sehr froh, dass er jetzt bei uns ist. Stefan Schönau, bitte. Herr Markus, vielleicht kann ich auch eine Frage stellen zum gestrigen Spiel oder zur Situation momentan. Wie hast du das wahrgenommen, das gestrige Spiel, und wie würdest du die Situation momentan, die sportliche im Verein, beschreiben? So nach dem Motto, wie ist eigentlich die Spielidee momentan? Denn die erkenne ich nicht so wirklich. Also dieses RB-Spiel war jetzt irgendwie in den letzten Spielen nicht zu sehen, aus meiner Sicht. Ja gut, dann weiß ich jetzt nicht genau, was du jetzt meinst. Also wir spielen jetzt nicht viel anders als in den letzten Wochen und Monaten auch. Nur dass wir halt momentan es nicht schaffen, über 90 Minuten unsere Fähigkeit und die Art und Weise Fußball, die uns jetzt in den letzten Wochen und Monaten ausgezeichnet, auf den Platz zu bekommen, das stimmt. Gleichzeitig kommt hinzu, dass wir vielleicht auch momentan zu viel individuelle Fehler machen. Das muss man auch ehrlicherweise sagen, das stimmt auch. Das hat aber weder was mit der Systematik zu tun, noch dass wir unsere Spielweise verändert haben. Ein Stück weit kommt es natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie kommt ein Gegner, beziehungsweise wie spielt ein Gegner gegen uns. Also müssen wir so ein bisschen natürlich dann auch reagieren, aber wir haben unsere Spielweise im Grundsatz überhaupt nicht verändert. Wir machen halt nur momentan einfach individuell zu viele Fehler und im vorderen Bereich nutzen wir unsere guten Möglichkeiten halt nicht sofort. Und das ist in der Verbindung führt momentan dazu, dass wir vielleicht nicht die Ergebnisse so einfahren, wie wir es haben wollen, aber es ist auch auf der anderen Seite auch ein Stück weit Entwicklung, dass wir einfach auch bei einer jungen Mannschaft auch einfach der auch zugestehen müssen, dass sie auch Fehler macht. Und wir müssen sehen, dass wir das halt besser machen, dass wir sehen, dass wir
auch über 90 Minuten es wieder schaffen, unser Leistungsvermögen auf den Platz zu bekommen. Aber das Trainerteam arbeitet sehr eng mit der Mannschaft da zusammen. Und das ist einfach auch vielleicht ein Stück weit ein normaler Prozess, den wir einfach akzeptieren müssen. Weil wenn man sieht, wie konstant und wie gut wir auch in den letzten Wochen und Monaten gespielt haben, dann muss man vielleicht auch der Mannschaft auch mal zugestehen oder vielleicht auch dem einen oder anderen zugestehen, dass er mal einen Fehler macht. Und wir müssen dann einfach sehen, dass wir uns verbessern und dann werden wir auch wieder die Ergebnisse einfahren und wieder auch erfolgreich sein. Kurz aufs Mikro warten bitte, sonst haben wir da ein Problem. Entschuldigung, kommt das Bayern-Spiel vielleicht sogar zu einer richtigen Zeit, wo man sagen kann, eigentlich kannst du da unten nichts verlieren, so aus Sicht von RB? Ja, aber natürlich ist das Bayern-Spiel natürlich, wir freuen uns auf das Bayern-Spiel, es ist ein wichtiges Spiel, aber es ist halt auch kein Endspiel. Und wir wollen halt sehen, dass wir halt wieder unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, wieder auf den Platz kriegen, auch gegen Bayern. Wir wollen nach München fahren, um dort zu gewinnen. Und das ist die Ausgangssituation. Ob das Spiel zum richtigen oder zum falschen Zeitpunkt stellt sich für uns gar nicht, weil A, wer der Spielplan so hergibt, B, wie jetzt wir die Ergebnisse jetzt so oder die Spiele so gestaltet haben, wie wir sie jetzt gestaltet haben. Und für uns ist es einfach so, dass wir versuchen wollen, jetzt die Fehler, die wir jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, halt einfach abzustellen und einfach wieder, wie gesagt, über 90 Minuten versuchen wieder an unsere Art und Weise Fußball zu kommen. Und dann haben wir auch eine gute Chance, auch in München zu gewinnen. Sicherlich wird es ein schwieriges Spiel, keine Frage. Es ist ein sehr, sehr guter Gegner, ein interessanter Gegner. Wir freuen uns alle drauf und wir gehen da eher mit Vorfreuden hin, als dass wir uns irgendwelche anderen Gedanken machen. Yvonne Gabriel, bitte. Es gab ja schon mal so eine Phase im Oktober, damals haben Sie sich auch vor die Mannschaft gestellt, nochmal ein paar Worte an Sie gerichtet, nochmal ein bisschen wachgerüttelt. Haben Sie es diesmal auch gemacht? Oder? Nein, es ist dieses Mal auch eine völlig andere Situation, muss man ehrlicherweise sagen. Also damals hatten wir ein paar andere Themen, die halt dazu geführt haben, dass ich mich halt entschlossen habe, mal meine Sicht der Dinge zu beschreiben. Aber das ist jetzt in diesem Fall überhaupt nicht nötig, weil die Jungs, man kann den Jungs nichts vorwerfen, sie versuchen immer wieder an die Grenzen zu gehen, hauen sich in jedes Spiel Maximum rein, aber dass wir halt momentan im Entscheidungsverhalten halt den einen oder anderen Fehler mehr machen, die Spielgeschichte vielleicht auch nicht so optimal momentan für uns läuft und wir es einfach nicht schaffen, über 90 Minuten an unser Leistungsvermögen zu kommen. Das ist in Summe das, was da unterm Strich steht. Deswegen sind auch die Ergebnisse momentan so. Aber das sind alles Dinge, woran der Trainer mit der Mannschaft arbeitet. Aber es ist kein Thema Richtung Mentalität, kein Thema Richtung Einsatzbereitschaft oder Einstellung. Das kann man den Jungs nicht vorwerfen. Gibt es noch Fragen spezifisch jetzt zu unserem Neuzugang? Ja? Guido, bitte nochmal. André Linio, is Pep Guardiola the world best coach or is Julian Nagelsmann the number one, Air Force One? To be honest, I think they are very similar. The style they train and the way they want to play, I think they are very similar. Honestly, you can see on the pitch the way we want to play. Like for example, the me outside or my position or the other position, that they are very similar of what they are trying to do with City. So I think they are very, very similar coaches, yeah. Yvonne Gabriel nochmal. What did he say about your move to Leipzig? Did he encourage you to do it or what's his opinion? Who, Pep? Pep, yes, please. Yeah, I spoke to him before I joined, obviously, the club and... No, he only spoke great things about Germany and the club. To be honest, he said really great things. He said I will be very happy here, and it's the perfect place to develop and to obviously for my qualities. I think they suit me very well, this team. The only thing he said is don't beat Bayern on Sunday, but I said it's not possible. It's not going to happen. So. Yeah, that's the only thing I spoke to him. Nochmal Tom Bachmann. when I look at your arms, they are like a work of art to me. Can you just tell me, like, how did that started? Like, your like a fable for tattoos, and have you already made an appointment for a Leipzig tattoo? Well, I started when I was 15 with the tattoos, so it's something that I always really liked. And
I still have some more left to do. Gibt es noch Fragen an Markus Krösche oder an Angelino? Nochmal Guido Schäfer, bitte. Markus, ich habe es nicht ganz mitbekommen, aber eine Kaufoption hast du die bei Angelino? Wie viele Millionen sind das nochmal? Also wir haben eine Kaufoption, ja, aber über Zahlen sprechen wir nicht. Also wir haben das bewusst jetzt auch mit Manchester so kommuniziert, dass wir da über Zahlen nicht sprechen, aber wir haben die Möglichkeit, ihn dann auch kaufen zu können im Sommer. Gut. Dann besteht jetzt die Möglichkeit, noch ein Foto mit Angelino und Markus Krösche zu machen. Und dann danke ich euch. Tschüss.